Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich hab die Nacht sozusagen überdauert, ein bisschen Schnee gesammelt, ein paar Bällchen noch machen lassen. Wir haben da wieder welche drin. Kann ich auch gleich nochmal reinjagen. Der Baum ist gewachsen und das, was noch da drüben rumgefleucht ist, habe ich auch noch erschossen. Habe ich auch noch ein paar Soul-Fragmente bekommen. Muss ich auch schon mal rausgucken, für was die gut sind. Ja, ich weiß noch nicht alles. Wir werden ziemlich viel hier miteinander noch verstehen und lernen. So, dann hätte ich gesagt, Essen haben wir gemacht. Aber wir wollen jetzt mit den Quests auf jeden Fall weitermachen. Denn erstmal Basis bauen, wie gesagt, das kann ich irgendwann machen. So, die Quest habe ich mir schon gegeben, die auch. So, das heißt, wir brauchen jetzt Wooden Casing, Wooden Combustion Heater und einen Button. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. So, das heißt jetzt, wir brauchen einen Button, der ist einfach. Das ist eine Box. Der Heater. Ah, okay. Ist das. Dafür brauche ich das. Das heißt, ich brauche die nächste Nacht, um richtig loslegen zu können, weil ich brauche nämlich noch Gunpowder. Doch super. So, da gehen wir jetzt einmal drum rum. Dann habe ich das. Und dann mache ich das hier. Dann habe ich das. So, und das ist Sky Resources. Add Sky Resources. Okay, dafür brauche ich nochmal Holz. Machen wir gleich mal ein Gear. Und das war, glaube ich, jetzt wieder Holz, oder? Jawohl. Ja, dann haben wir schon mal das auf jeden Fall auch. Wir nehmen die Loot Chest Nummer 3. Und was bekommen wir draus? Ein Speed Upgrade für Pneumatic Craft. 8 Stück gleich. Okay. Also wenn man hier Loot kriegt, dann ist das ganz schön heftig. So, ich kann jetzt leider noch nicht da weitermachen, aber das ist kein Problem, weil wir machen hier weiter. Das heißt, wir brauchen Water. Die Water Extractor. Das heißt, davon brauche ich jetzt 5. Davon brauche ich dann insgesamt 6. Dann füllen wir aus. Und dann nehmen wir weg. Brauche nämlich nur. Nein, wir machen. Ja, genau. Wir machen dann nämlich. Bau insgesamt 10. Danke. So, jawohl. Das geht wenigstens. Ach. Ja, ich habe zu viele gemacht. Auch kein Ding. Haben wir jetzt 2 compressed. Haben wir auf jeden Fall die Quest abgeschlossen. Ein Overclock Upgrade von Tech Reborn. Schön. So, dann hätte ich gesagt, wir wollen ja auf jeden Fall, dass die Monster nicht die ganze Zeit runterfallen. Ja, also müssen wir auch die Linie hier erweitern. Und vor allem, ich muss hinten auch zumachen, das heißt, ich kann dann auch mal reinschießen.
kann er auch noch rechtzeitig abhauen. So, das sind schon mal der 3. 12 Blöcke. Ah, wir haben ja 7 in der Breite, aber noch nicht 7 in der Länge. Das sind es gerade mal 5. 6, 7. Dann füllen wir es auf. Und nochmal 2. Das heißt, das habe ich auch. Das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen Schnee machen. Ich muss die Linie auch noch entlang machen. Dann werden wir auf jeden Fall ja, 13, 14 Uhr bald. Das heißt, wir haben da gute Chancen. In der Nacht. Ich hoffe, dass ich genügend Schneebälle habe. Aber wie gesagt, hat jetzt erstmal Vorrang, dass ich die Base da drüben so weit hinkriege, dass ich da mehr Loot rausbekomme. Das bringt mir nichts, wenn die alle runterfallen. So, dann machen wir mal hier weiter. Ja, das war's leider. Machen wir jetzt dieselbe Aktion nochmal. Dann hast du mal eigentlich durch. Und die nächste Aktion machen wir eigentlich gleich mit. Das ist Großwurz hier rein pfeffern. Am besten die richtige Taste drücken, dann funktioniert auch der Vein Miner. Das ist schon mal hervorragend. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal genügend Spruce Saplinge für die nächste Quest. Die ist nämlich hier oben. Und das ist jetzt nämlich die hier. Und dann haben wir hier Plant Matter. Dann tanzen wir uns nochmal das Bäumchen hoch. Daumen drücken, dass wieder genügend Zäpplinge da sind. So, kommen. Da wieder unsere 4 hin. Und ich brauche hier die nächsten. So. Mit dem Blend Matter könnte man auch nochmal Charcoal herstellen, wäre aber Verschwendung. Man kann Kaktus dann herstellen, man kann Dirt herstellen, Slime Balls und Uniform Items. So, gehen wir ab. Und ein Opinum Core Descent. Whatever you are. So, dann machen wir nochmal schnell ein paar Bällchen. Sonst vergesse ich's, weil es ist leicht dunkel. Dann kann ich es nämlich insgesamt vergessen. Mal hinten alles zumachen. Haben wir. So, es fehlen noch 4. Kriegen wir. Und wir werden jetzt uns gleich noch ein bisschen Spielspaß dazu holen. So, 16 Stück schmeißen wir rein. Da ist mal wieder nicht alles despawned.
Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Holz bekommen haben. Machen wir mal schnell die Tür zu. Sehen sie uns nicht, dann spawnen sie vielleicht. So, aber wir wollen auf jeden Fall, ich brauche da ein bisschen Holz. Ich brauche von dem da die Hälfte als Sticks. Dann gehen wir mal hin und machen uns Pattern. Dafür haben wir den hier aufgemacht. So, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal Kisten. Brauche ich so oder so. So, dann gibt es eine Kiste, dann haben wir die Pattern Chest. Mach die so. Nein, leider nicht. Es war einfach nur Holz. Dann haben wir die Part Chest. Dann brauchen wir nochmal ein Crafting Table. Das ist auch kein Ding. Dann haben wir eine Toolstation. Normales Lock, wir haben den Part Builder und normales Holz und wir haben den Stencil Table. Sind wir schon mal ziemlich gut dabei. So, dann machen wir noch ein paar Steinchen. War so, dass ich das Zeug jetzt schon mal hier hinstellen kann. So, da kommt der Tool hin. Ich brauche noch einen weiteren Crafting Table daneben. So, das ist auch ein Aspekt, so eine Art Loot. So, da kommt der Part Builder hin. Nein, Mist. Partbilder kommt dahin. Stencil kommt dahin. Dann haben wir Pattern. Und das andere Ding. So, dann kommen hier die Pattern rein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einmal eine Picke, einmal eine Schaufel, einmal eine Axt, einmal ein Schwert, einmal ein Handguard. Crossguard nehme ich gleich mit. Dann brauche ich ein Toolrod und ich brauche ein Binding. Sehr gut. So, dann hätte ich gesagt, machen wir noch ein bisschen Holz. So, dann brauchen wir Picke. Kommst weg. Wir brauchen zwei Schaufeln. Kommst weg. Wir brauchen zwei Äxte. Kommst weg. Wir brauchen ein Schwert. Nein, das habe ich so gemacht. Zwei. Dann brauche ich mein erstes und mein zweites. Vergesst es natürlich, war mir klar. So, dann brauche ich davon, ich nehme jetzt mal 5. Ich brauche Schaufel, Picke, Axt. Brauche 3 Minimum. So, dann gehen wir jetzt in die Toolstation rein, denn wir brauchen als erstes eine Picke. Dann brauchen wir den Kopf. Die Bindings kann ich da reinlegen, die da kann ich da reinlegen und du kommst dahin. Dann brauchen wir als nächstes eine Schaufel. Die kann ich da hinlegen. Dann brauchen wir als nächstes eine Axt.
Und hier hin. Dann kommt als nächstes die Mattock. Die kommt erstmal hier hin. Ist auch wichtig, dass man die baut. Sage ich gleich nochmal. So, und dann hätte ich gesagt, machen wir das und das. Dann habe ich noch ein Langschwert. So. Das Rapier kommt dahin. Das heißt, ich brauche nochmal einen Stecken. So. Haben wir alles. Wird verräumt. So. Und dann brauchen wir noch dahin. Das da. Ein Rod. Und ich habe noch mein Rapier. Hervorragend. So, Würfel zum Schmeißen habe ich. Einiges. Spinne. Das war mir jetzt egal. Mit dem halben Herz. Uah. Verdammt. Hab ich mitgekriegt. So. Essen und laden. So, wir haben Soul Gem bekommen. Wir haben nochmal ein Zombie-Herz bekommen. Nochmal eins. Die Lootbags kommen erstmal hier rein. Plant Matter. Schneebälle. Der ist gefährlich. Danke. Tschüss. Ich mache ich jetzt schon mit meinem Schwert platt. So könnte die ganze Zeit kommen. Gibt schön Loot. Das heißt, Essen haben wir auch. Die Loot-Säcke kommen weg. So, da hinten habe ich eine Hexe stehen. Mit der will ich auf jeden Fall nicht rumspielen. Das heißt, wir müssen uns mal schnell nochmal Schneebälle machen und hoffen, dass wir die noch alle wegkriegen, bevor sie despawnen. Wäre super. So, Monster Loot, du bist noch das, du bist noch das. Und dich schmeiße ich jetzt einfach mal hier komplett rein. Da rennen zwei Endermänner rum. Hallo? Dann habe ich schon ein Schwert. Danke. Eine Enderperle. Yippie. Ziemlich schnell eine Enderperle bekommen. Und schnell wieder essen. So, schauen wir mal, ob der genauso doof ist. Ist er? Dadurch, dass der Block 2 ist, sieht er mich nicht. Aber von dem habe ich jetzt nichts bekommen. Gemein. So, aber ich habe noch ein paar Schneebälle.
unseren Loot abholen. Poison 38 Sekunden. Herzlichen Dank. Und ich spiele natürlich auf hart, ne? Das ist irgendwie klar. Hoffe ich. So, was wir essen. Das heißt aber auch, ich brauche mal schnell ein bisschen Holz. Ich merke jetzt nur gerade, ich habe mal wieder kein... ein Gunpowder habe ich, das reicht mir immer noch nicht. Aber wir haben jetzt schon mal das Drying Rack. Wie kann ich da schon mal hinhängen? Und da hänge ich schon mal ein Zombie Brain dran. Und da hänge ich Rotten Flash dran. Und da ich auch um meinem Leben hänge, haben wir uns noch mal was zum Essen. Wann nach runter. Zuzutrauen ihr, ist es dir. So, hat schon mal einen Vorteil. Das haben wir. Ja, ich glaube, ich brauche aber sogar nur einen. Okay, dann bauen wir das jetzt. Was ich jetzt auf jeden Fall noch brauche, ist eine Trapdoor. Ich weiß, dass ich eines gesagt habe, aber ich kriege halt leider mehr. So, mein Problem ist jetzt, ja, das baue ich jetzt erstmal da drüben auf. Oder, nee, das mache ich doch hier. Vier Steine habe ich noch. Dann muss es auch für was gut sein. So, das heißt jetzt, wir brauchen jetzt als allererstes den Frame. Dann, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen nochmal Holz. Und wir brauchen dann hier, hier, hier und hier, so wie hier. Dann kann ich den wieder wegmachen. Ich habe eine Axt. Benutze die auch. Danke. So, dann habe ich hier eine Trapdoor aus Holz. Weil es funktioniert leider nur so. So, dann legen wir das rein. Und jetzt muss noch der Button da sein. Den haben wir auch mal ist auch dran. Und jetzt schreibt er mir hier hin, dass die Struktur komplett ist. Wir hauen ein bisschen Holz rein. Der Baum wird sich gedacht haben, nee, du missbrauchst mich nicht mehr. Ja, ist ja gut, machen wir schon nicht mehr. So, wir nehmen das Gunpowder. Lass den Deckel nie offen. Wenn ihr den Deckel wieder zumacht, verschwendet ihr keine Hitze. Macht den Deckel zu, verschwendet ihr Hitze. So. Und wir haben jetzt 3 Blaze Powder bekommen. Aber ich glaube, ich brauche nämlich 4. Für diesen Blaze Block. Blaze Mesh? Nee. Ja, dafür brauchen wir 4. Habe ich nicht. Schön. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Tinkering rein. Die Crafting Station hat er nicht mitbekommen. Jetzt hat er sie mitbekommen. Wir nehmen den mittleren. Ein Füttergerät. Sehr schön. So, dann haben wir schon mal das. Das haben wir auch. Bewegen wir auch weiter. Davon nochmal ein. Jetzt werden einige sagen, Wahnsinn, hat der viel Glück. Und ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Alle guten Dinge sind 3. Was
bist denn du? The Parrot. Eine Schaufel. Okay. 1243 in der Durability. Schön. Vernünftige Sachen bekommen. So, dann haben wir ja noch Lootboxen. Lootsäcke. Die kann man auch hochcraften. Aber momentan ist mir die egal. Kohle. Oh. Wenn das das ist, was ich vermute, was es ist. So, du kommst rein, du kommst rein. Also wie gesagt, alles erstmal unbekannt für mich. Na ja, dann ist es das leider auch nicht, was ich gerade gedacht habe. So, die Kohle behalten wir auf jeden Fall. Die Bricks haben wir ja auch schon bekommen. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt noch zwei so Tütchen. Rotten Flash. Slime Perle. Ich glaube, die Slime Pearl war wichtig. Weiß nicht mehr für was. Ich glaube, das hat man was draus machen können. Was wichtig war. Ich habe auf jeden Fall 6 Slime Balls. Das ist schon mal allen Ehren wert. Sozusagen dadurch. Und was kriegen wir jetzt noch als erstes? Und ein Zertus Quarz. Jawohl. Im E-System, ich komme. Okay, dann haben wir jetzt noch Sulfur. Das kommt jetzt auch noch mit hier hin. Ja, Zertus Quarz tue ich dann auch mit rein. Einen weiter oben. Place Powder. So. Und ja, den ganzen Baum habe ich leider nicht weg. Das heißt, wir werden jetzt da noch mal was machen. Was da hoch? Der Baum muss weg. Muss wieder auf die Nacht warten. Apropos, brauche noch googeln. So, aber das Zeug haben wir ja auch schon bekommen. Das heißt, wir haben mehr Futter. Dann bekomme ich jetzt hier auch nochmal eine Quest. Okay. Kann jetzt wegen Polizei spielen hier. Mit dem Schild. Auch nicht schlecht. Vergesse nämlich jedes Mal, dass ich hier zwei Hände habe. So, aber wir können auf jeden Fall noch was machen. In der Zeit, wo wir auf die Nacht warten und hoffen, dass da drüben Creeper spawnen. Denn wir brauchen den Schnee. Muss jetzt nur aufpassen. Nicht, dass er mir jetzt die Hütte abreißt. So, wie viel haben wir denn drin? Das waren jetzt 400. So, und jetzt haben wir 600. Jawohl. Sehr gut. Kann ich hier noch mal ein paar Fackeln machen, wenn ich noch Holz hätte.
Weil ich möchte nicht, dass hier was spawnt. Das soll bitte hinten spawnen, wenn was spawnen soll. So, Zepplinge habe ich auch nochmal genügend. Okay, so. An den Clay. Wie kommt man an den Clay ran? Ist eigentlich ganz einfach. Wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, ich habe es auf jeden Fall nirgends gelesen. Kann ich mal gucken. Steht hier was dort? Ja, wir sind ja schon in Stage 2. Das heißt, wir haben jetzt das hier. Okay. Dann brauche ich jetzt als nächstes. Steht hier irgendwas von Dirt da? Ja, Water Extraction steht das da. Also ich kann sozusagen hier Wasser reinfüllen. So. Und dich mache ich auf jeden Fall in der Zeit, wo ich darüber gehe. Dann hoffen wir mal, dass der Creeper da hinten ich glaube, er hatte Gunpowder. Nur ist runtergeflogen. Wahnsinnig. Das einzige Loch, was dort war. Und das hat er getroffen. Hey, du bist spitze. So, dann habe ich aber da gleich böse Sachen gesehen. Böse Sachen mag ich nicht. Wir machen da sofort eine Fackel hin. Und da auch. So, und dann machen wir in der Zeit, wo dann hoffentlich noch ein bisschen was spawnt. Hier hinten, da haben wir gesagt, wir brauchen den Mattock. Das heißt, wir tun mal das ganze Gemüse, was da drin ist, raus. Und wir haben unsere Erde. Und jetzt haben wir ja unsere Pistole mit Wasser. Und die klicken wir jetzt einfach drauf. Und jetzt habe ich 200 weniger. Und ich nehme meine Schaufel. Und wir haben unseren ersten Clay. Hurra, hurra, der Clay ist da. Ich will das nur nicht in dem Ofen machen. So, ich sehe auf jeden Fall schon mal zwei. Und ich sehe schon mal, dass ich wieder was zum Essen brauche. Da gucke ich nicht drauf. Das ist schlimm. Zwei Herzen hatte ich noch. Total verrückt. Ich verreck so, das weiß ich. So. Heavy Snowballs. Wieder 8 Stück dazu bekommen. Das ist gut. Kondensblatt. Jetzt kommt schon. Ich brauche noch einen Creeper, bitte. So schwer kann das noch nicht sein, dass man jetzt keinen Creeper mehr kriegt. Diskriminierung hier. Ja, wobei die werden diskriminiert. Nee, eliminiert. Was anders. So, Knochen auch noch wegräumen. Ja, weil sonst bleibt mir nichts anderes übrig, weil dann muss ich nämlich eine Monsterfalle bauen. Die zwei Beine.
Sie konnte nichts schmeißen. Aber die Frau hat mir einen Gunpowder gegeben. Danke. Run Creeper. Erreicht die. Wir können weitermachen. So. Kommt da rein. Deckel zu. Und wir haben unseren Blaze Powder. So, jetzt habe ich meine 4 Stück. Und jetzt habe ich mein Blaze Powder Gedönsdings. So. Und dann brauche ich jetzt, genau. Quest ist ja abgeschlossen. Oh, Clay Quest ist auch abgeschlossen. Razor Wire. Und das haben wir auch noch. Okay, so. Dann ist jetzt unsere nächste Quest. Wir brauchen Stein. Und zwar, ja, die neuen Kabels haben wir ja schon. Und ich könnte jetzt einen, dadurch, dass ich jetzt einen, er sagt mir, ich kann jetzt dadurch ein Ding machen. Stimmt, kann ich. Das ist nur die Frage, wo baue ich den auf? Baue ich den jetzt hier sozusagen hinter dem Schutzwand auf oder baue ich den drüben dann auf? Ich könnte eigentlich sagen, ich baue den draußen auf. Also so an dem Gang. Gerade, ich habe noch ein Lootback bekommen. Okay, eine Map, eine leere Map. Ein Gedöns, was ich gar nicht mehr mitgekriegt habe, da. Emeraldic Crystals. So, mit euch kann ich mit der Hand spielen. Und den Creeper. Komm her. So, und es wird wieder Tag und wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir machen jetzt noch schnell das Loop-Ding aus. Ich habe jetzt irgendein Virus bekommen. Sehr schön. Ein Silber-Ingot haben wir auch noch. Das gehört auch noch rein. Das gehört rein. Das gehört rein. Das ist Essen. Das ist Loot. Das auch. Das sind Türen, die kommen dahin. Das ist auch Loot. Okay. So. Das heißt jetzt, wir haben, das ist doch nicht normal. Oder, ach nee, der ist wieder gewachsen, ohne dass ich oben war, ne? Genau, das heißt, ich muss jetzt das oberste Ding da bis zum nächsten Mal wegmachen. Ich sehe gerade, dass meine Axt kaputt gegangen ist. Die reparieren wir schnell noch. Danke. Genau, ich werde jetzt nämlich die Plattform noch ein bisschen ausbauen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde den Baum da oben runterholen. Denn die Zeit ist schon wieder um. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Genau. Aber haben wir gesagt, am Anfang machen wir ein wenig länger. Was wir somit auch tun. Genau. Und dann werde ich alles vorbereiten, dass wir dann beim nächsten Mal den Cobblestone-Generator bauen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.